6.500 Euro Schaden entstand Freitagnacht gegen ca. 22.30 Uhr in der Parkstadt. Aus bislang noch ungeklärter Ursache brach ein Feuer im Motorraum eines parkenden PKWs aus. Die Feuerwehr aus Donauwörth rückte an und musste den Brand löschen. Ein danebenstehendes Fahrzeug wurde ebenfalls durch die große Hitzeeinwirkung beschädigt. Wie es zu dem Feuer kam, konnte die Polizei noch nicht mitteilen. Zur Ermittlung der Brandursache wurde ein kriminaltechnisches Gutachten angefordert. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei aus Donauwörth um sachdienliche Hinweise.